Ja, Verbraucherschutz ist tatsächlich immer aktuell, weil immer wieder neue Themen auftauchen. Der Alltag ist komplex, manchmal undurchsichtig. Und Verbraucherschutz schafft klare Regeln, schafft Transparenz auf dem komplizierten Markt, bei den vielen Entscheidungen, die wir täglich zu treffen haben als Verbraucher und Verbraucherinnen. Da sorgt der Verbraucherschutz für Orientierung und auch für Sicherheit. Ja, wir sehen gerade in den Krisenzeiten, die wir erleben, dass Verbraucherschutz wahrlich kein Luxusthema ist, sondern wirklich sehr zentrales. Die Krisen überlagern sich, die Corona-Krise ist noch nicht vorbei, die Energiepreiskrise ist gerade da und eine der größten Verbraucherkrisen der letzten Jahre. Und das ist eben auch unser Job, in den großen Krisen die Stimme der Verbraucher und Verbraucherinnen zu sein, dafür zu sorgen, dass eben nicht nur die Lautesten gehört werden, die größte Lobbymacht haben, sondern auch die Verbraucher und Verbraucherinnen eine Stimme haben. Es gibt immer wieder neue Maschen und Tricks, die für Verbraucher und Verbraucherinnen im Alltag plötzlich aufploppen. Auch mir passiert natürlich noch das eine oder das andere. Bei dem Versuch, meinen Internet- und Telefonanbieter zu kündigen, war das über längere Zeit nicht möglich, weil ich schlichtweg gar nicht sehen konnte, wo ich eigentlich die Kündigung hinschicke. Das war sehr undurchsichtig, aber der neue Kündigungsbutton, der jetzt eingeführt worden ist, auf Bestreben der Verbraucherschützer und Schützerinnen, der Kündigungsbutton hilft jetzt sicherlich weiter. Den gab es damals noch nicht. Ja, was treibt mich an? Natürlich etwas zu erreichen für die Verbraucher und Verbraucherinnen, ihren Alltag besser, sicherer, auch bezahlbarer natürlich zu machen. Das treibt mich an, das gibt mir Energie und Motivation und natürlich ab und zu aber auch mal eine ruhige Minute, in der ich ein bisschen was lesen kann oder einfach rausgehen kann. Das tut mir gut und dann kann es wieder losgehen.